Schließlich griff der kleine Bär nach ihnen und hielt sich mit beiden Pfoten an ihnen fest. Morgen. Morgen. So, wo waren wir? Ja, plötzlich griff der kleine Bär nach ihnen und hielt sich mit beiden Pfoten an ihnen fest. Ui, die Sterne waren aber spitz. Aber er ließ nicht los. Und dann flog er in den Himmel hinein. Direkt in den Konkurs. In die große, weite Milchstraße. Aber da sah er, dass er nicht alleine war. Und der kleine Bär rief: Guten Tag. Dann? Entschuldigen Sie, wo finde ich Frau Felice Frank? Die ist im Büro drinnen. Wo waren wir? Und der alte Bär sagte: Ja, die Milchstraße ist schon ganz lecker, aber du solltest erst einmal ein Konto sehen. Das sieht noch viel schlimmer und grauslicher aus als dieser Berg von Rechnungen. Ui, wird dann ein Bankberater aber schimpfen. Frau Frank? Stehen Sie da schon lange? Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht. Ich war nur leise wegen. Schon gut. Um was geht's? Mein Name ist Kurt Stockmann. Frau Frank, ich wollte Ihnen... Sind Sie Gerichtsvollzieher? Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Nein, also es handelt sich, naja, um eine private Angelegenheit. Aha. Privat? Ja. Können wir nicht woanders hingehen? Sie machen es aber spannend. Aber eine gute Idee. Aber Vorsicht, Vorsicht. Die Sterne, die sind sehr spitz. Wieder da. Hey, hallo, Kinder. Wenn ihr mir ganz brav zuhört, bekommt ihr nachher von mir ein Buch von Marco den Bären geschenkt, okay? Ja, und bald gibt's denn hier alles umsonst, gell? Sagen Sie das nochmal? Alexander Helsing ist tot. Es tut mir leid, Frau Frank. Ich weiß, das ist ein ziemlicher Schock für Sie. Nein, wie kommen Sie denn darauf? Ich habe seit über 10 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt kommen plötzlich Sie und bringen mir diese Nachricht. Wissen Sie, das war damals wie in diesen Geschichten, wo der Mann nur kurz Zigaretten holen geht und nie wiederkommt. Das Blöde daran war, Alexander hat nicht geraucht. Er hatte seine Gründe. Nicht zu rauchen? Nein, für sein Verhalten meine ich. Ach ja? Dann erklären Sie das mal seiner Tochter. Und woran ist er? Ein Autounfall. Wissen Sie, es ist schon komisch. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich jemals wieder was von Alexander Helsing höre, dann lässt mich das völlig kalt. Man kann sich wirklich auf gar nichts mehr verlassen. Na, immerhin ist er der Vater Ihrer Tochter. Und wer sind Sie überhaupt? Warum sind Sie gekommen, um mir das zu sagen? Ich war ein sehr guter Bekannter von Alexander. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich im Leben des Alexander Helsing eine besonders große Rolle gespielt habe. Vielleicht täuschen Sie sich da. Wissen Sie, es ist nicht lustig, wenn der Mensch, den Sie lieben, von einem Tag auf den anderen verschwindet. Ohne ersichtlichen Grund. Glauben Sie mir, das ist schlimmer als jeder Streit, weil Sie sich ständig fragen, warum? Haben Sie eine Antwort für mich? Alexander wollte bereits lange vor seinem Tod, dass Sie im Falle eines Falles benachrichtigt werden. Im Falle eines Falles? Ein bisschen spät, oder? Es war sein Wunsch, dass Sie bei seiner Bestattung erscheinen. Und was machen Sie, wenn ich auf seinem Grab tanze? Ach, das werden Sie nicht. Außerdem hat er gebeten, dass Sie bei der Testamentseröffnung zugegen sind. Zugegen? Mhm. Reden bei Ihnen in Hamburg alle so geschwollen? Genauer gesagt hat er verfügt, dass ohne Sie überhaupt gar keine Testamentseröffnung stattfinden darf. Was ist das hier? Versteckte Kamera? Ihr Flugzeug geht morgen Vormittag. Und was ist mit meiner Tochter? Kommt selbstverständlich mit. Ach, selbstverständlich. Darf ich eigentlich irgendwas selbst entscheiden? Aber natürlich, Fensterplatz oder Gang.
hab dich gesehen. Im Kaffeehaus. Ach so. Wer war denn der Mann? Das war ein Freund von deinem Vater. Wow. Was wollte er? Es ist um deinen Vater gegangen. Er... Ist er tot? Er hat einen Autounfall gehabt. Mehr weiß ich auch nicht. Bist du traurig? Ja, schon. Und du? Ich weiß nicht. Ich habe ihn ja nicht gekannt. Er hat gefragt, ob wir zur Beerdigung kommen wollen. Und wo ist die? In Hamburg. Du hast frei. Willst du? Ich will, wenn du willst. Morgen. Hallo. Hallo Leonor, ich bin's Lili. Und ruf wirklich an, sobald ihr angekommen seid. Ich kann heute nicht kommen, weil wir nach Hamburg. Ja, versprochen. Bitte ruf mich zurück. Und du pass auf die Mama auf. Ist schon okay, Marco. Wiedersehen. Das ist sicher irrsinnig teuer. Das ist kein Problem. Wir kommen selbstverständlich für alle Kosten auf. Aha. Wer ist wir? Die Reederei. Ah, die Reederei. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Die Bestattung ist morgen früh und ich hole sie dann so gegen 9 ab. Was ist denn hier los? Es ist Alexanders Bestattung. Was, hier? Kommen Sie. Edith und Alexander Helsing sind früh aus dem Leben geschieden. Tragisch und unerwartet riss die beiden ein folgenschwerer Unfall aus dem Schoß der geliebten Familie. Einer Familie, die ihn auch in den schwersten Stunden des Lebens bedingungslos Halt gab. Helene Helsing hat ihren geliebten Sohn Alexander verloren, ihre wundervolle Schwiegertochter Edith. Frauke und Jan trauern um ihren Bruder und ihre Schwägerin. Die Hansestadt Hamburg hat einen großen Verlust erlitten. Und was ist mit uns? Seit über 200 Jahren ist dir schlecht, Mami? Hat die Reederei Helsing das Wirtschaftsleben dieser Stadt maßgeblich mitbestimmt. Und das gelang der Familie Helsing nur aufgrund ihres beispiellosen Zusammenhalts. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Edith war eine liebevolle Ehefrau. Vielleicht die neue Flamme von Alexander, Kurt. Ein Mann mit Handschlagqualitäten. Er war Reeder durch und durch. Alexander Helsing hinterlässt eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Thank you.
Desmond Ballard. Mein Ballard. Und verzeihen Sie meine Unpässlichkeit. Ja, genau. Frau Frank. Sie kannten meine Schwiegertochter? Nein, Ihren Sohn. Meinen Sohn? Aha. Mein herzliches Beileid. Danke. Okay, gibt es irgendeinen Grund, warum Sie mich so blöd auflaufen lassen? Was meinen Sie? Niemand von Alexanders Familie hat gewusst, wer wir sind. Die haben uns ja alle angeschaut, als wären wir vom Mars. Glauben Sie, das ist angenehm für uns? Ich meine, wir waren ja nicht erwünscht. Das steht ja wohl fest. Das war Alexanders letzter Wille und dem habe ich Folge geleistet. Folge geleistet? Was sind Sie, ein Roboter? Und warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Alexander verheiratet war? Weil Sie mich vermutlich sonst nicht nach Hamburg begleitet hätten. Ja, und das mit gutem Grund. Es tut mir leid. Ja, und wir erst. Sie haben sich ja sicher prächtig amüsiert die letzten zwei Tage über die kleine, naive Buchhändlerin aus Wien. Aber wissen Sie, was Sie sind? Ein großkotziger, arroganter Biefke. Sind Sie jetzt fertig? Ja, mit Ihnen schon. Wo fahren Sie hin? Bleiben Sie stehen. Macht es Ihnen was aus, wenn wir meine Tochter mitnehmen? Tut mir leid. Können Sie auch noch was anderes sagen, außer es tut mir leid? Du hast mich vergessen. Tut mir leid. Ich will nach Hause. Hatten Sie Kinder? Alexander und seine Frau? Nein. Frau Frank! Adieu, Herr Stockmann. Da wäre aber noch was. Alexander hat 9 Millionen Schulden und ich muss dafür haften. Ich bin froh, dass Sie Ihren Humor wiedergefunden haben. Morgen früh ist die Testamentseröffnung. Schön, aber ohne mich. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Tochter Ihnen diese Entscheidung einmal sehr übel nehmen wird. Sie wissen wohl immer, wo Sie ansetzen müssen. Also, dann hole ich Sie morgen gegen 9 ab. Einverstanden? Sie sind geschieden, oder? Nee, war nie verheiratet. Kein Wunder. Ich bitte die Herrschaften, sich noch ein wenig zu gedulden. Wir sind noch nicht ganz vollzählig. Ah. Ah, da sind Sie ja. Frau Frank? Genau. Dr. Welter, ich bin die Notarin. Hallo. Lilly? Darf ich bitten? Hallo. Was soll das? Frau Dr. Welter, das hier ist eine Familienangelegenheit. Ich glaube nicht, dass... Frau Helsing, ich erfülle nur die Wünsche Ihres verstorbenen Sohnes. Guten Tag. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben sich von Ihrem gestrigen Missgeschick erholt. Ja, danke. Missgeschick? Ich nehme an, die Herrschaften kennen einander. Familie Helsing, Familie Frank. Dann darf ich jetzt wohl das Testament des Verstorbenen verlesen. Ich, Alexander Helsing, in Hamburg geboren, am 21.01.1965 und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, teile meinen Nachlass wie folgt auf. Die Erträge aus meinen Lebensversicherungen, Fonds und Wertpapieren sollen zu gleichen Teilen meine Schwester Frauke Helsing und, sofern ich vor meiner Mutter sterben sollte, Helene Helsing erhalten. Meine Frau Edith Helsing soll den ihr rechtmäßig zustehenden Pflichtanteil erhalten. Mein Barvermögen und meine Firmenanteile, die sich derzeit auf 50% belaufen,
übermache ich meiner Tochter Lilly Frank. Wie bitte? Was? Wow. Das ist ein Scherz, oder? Bis sie die Volljährigkeit erreicht hat, obliegt die Verwaltung des Erbes ihrem Vormund, Frau Felice Frank. Bin ich jetzt reich? Das ist ein Scherz. Das Testament ist selbstverständlich notariell beglaubigt. Wir... Die Reederei Helsing ist seit 200 Jahren im Familienbesitz. Und Sie können davon ausgehen, Frau Frank, dass ich alles unternehmen werde, damit es auch so bleibt. Bist du meine Oma? Jan. Frauke. Gratuliere. Aber glauben Sie mir, Sie werden in dieser Familie nie einen Platz haben. Roberta? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich verstehe Sie nicht. Das ist ja nichts Neues. Bitte gehen Sie mir aus dem Weg. Was ist denn jetzt so schlimm? Sie sind reich. Sagen Sie, kapieren Sie das nicht? Alexander wusste all die Jahre, dass er eine Tochter hat und er hat sich nie bei uns gemeldet. Was glauben Sie, wie oft ich versucht habe, ihn zu finden? Außerdem sind wir hier nicht erwünscht. Die Familie hält mich ja für eine Erbschleicherin. Wenn Alexander seiner Familie was auch immer heimzahlen will, dann kann es von mir aus tun, aber bitte nicht auf meine Kosten. Jetzt hören Sie bitte. Nein, ich bin all die Jahre ohne das Geld von Herrn Helsing ausgekommen. Ich kann gut und gerne auf eine Reederei verzichten. Ich fühle mich sehr wohl mit meiner kleinen Buchhandlung in Wien. Ach so. Ja. Was soll ich mit einer Reederei? Ich hasse Schiffe. Mir wird schlecht, wenn ich nur von der Ferne eins sehe. Warum tut er mir das jetzt an? Ja, vielleicht hat er geglaubt, irgendetwas gut machen zu müssen. Immerhin erbt Ihre Tochter ja mehrere Millionen Euro. Ja, ich bin aber nicht käuflich. Merken Sie sich das. Ich gehe jetzt lieber, sonst werde ich hier noch ausfällig. Ach so, ich dachte, das sind Sie schon gewesen. Lilly, halt dir die Ohren zu. Komm, Mäuschen, wir fahren jetzt nach Hause. Verschwinden Sie aus meinem Leben! Zimmer 311, die Rechnung bitte. Frau Felice Frank? Treffer. Hier ist vermerkt, dass Herr Kurt Stockmann die Rechnung begleitet. Sicher nicht, ich bezahle mein Zimmer selbst. Was macht das? Das sind dann 463 Euro inklusive Telefon. Für zwei Nächte? Ich wollte das Zimmer mieten, nicht kaufen. Hatten Sie etwas aus der Minibar? Ein Bier und einen Saft. Muss ich dafür einen Kredit aufnehmen oder reicht der Familienschmuck? Aber Mama, wir sind doch jetzt reich. Nein, Mäuschen, sind wir nicht. Sie reisen schon ab? Bitte verschwinden Sie. Ich wollte mich eigentlich entschuldigen bei Ihnen. Ach so? Frau Frank, das war uns allen sehr unangenehm. Unangenehm. Schön formuliert. Schauen Sie, wir stehen faktisch alle unter Schock. Und da sagt man schon manchmal Dinge, die... Entschuldigen Sie, aber Ihre Kreditkarte, die dürfte defekt sein. Wie bitte? Haben Sie vielleicht noch eine zweite? Nein, bitte versuchen Sie es nochmal. Das habe ich bereits. Aber ich kann gerne die Kreditgesellschaft anrufen und persönlich anfragen. Nein, danke. Nehmen Sie die. Nein, bitte, das will ich nicht. Okay, ich kenne das. Diese Plastikkarten sind ständig kaputt. Na gut, aber ich zahle sie Ihnen zurück. Hi, ich bin dein Onkel Jan. Mir egal. Mann, oh Mann, müssen wir aber unfreundlich gewesen sein. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Kann ich Sie beide zum Flughafen bringen? Nicht nötig. Was hast du für ein Auto? Ein Sportwagen. Super. Dankeschön. Nein, ich möchte nicht, dass Sie... Ich stehe darauf, Sie zum Flughafen zu bringen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Na gut. Komm, Mäuschen. Ist der Blaue da draußen?
Lilly, wie fühlt man sich so als Reedereibesitzerin? Bin ich jetzt dein Chef? Ich würde sagen, wir sind sowas wie Partner. Wow. Darf ich dann auch mal mit so einem Riesenschiff fahren? Na klar. Bin ich nicht gleich so schlecht wie deiner Mutter? Glaubst du nicht, dass du noch ein bisschen jung bist, in der Reederei zu leiten? Das macht ja meine Mama, bis ich 18 bin. Trauen Sie sich das denn zu? Ich meine, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber das Reedereigeschäft kann ziemlich raus sein. Wir haben auch mal verdammt gute Nerven. Und jede Menge Erfahrung. Das ist kein Honigschlecken. Ich hoffe, Sie kommen gleich auf den Punkt, bevor ich auf Ihre teuren Ledersitze speien. Besser? Verkaufen Sie mir Ihre Anteile. Sie können ohnehin nichts damit anfangen. Und sehen Sie es mal so, Sie bekommen einige Millionen auf die Hand und sind auf einmal alle Ihre Sorgen los. Plus, Sie brauchen niemanden von unserem Clan je wiedersehen. Fertig? Dann können wir ja weiterfahren. Was heißt das jetzt? Ich will das Flugzeug nicht verpassen. Denken Sie darüber nach? Wenn Sie mir versprechen, dass wir lebend zum Flughafen kommen, ja. Warum weinst du, Mama? Ach, Mäuschen, weil ich... Warum willst du das Geld denn nicht? Wir können das Geld nicht annehmen, Lilly. Unser Leben wird nie wieder so sein wie vorher. Naja, tolles Leben. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Setzen Sie sich bitte. Danke sehr. War das Ihre Idee, Kurt? Das war der Wunsch Ihres verstorbenen Sohnes. Sie hätten mich oder uns darüber informieren müssen, dass diese Frau zu Alexanders Beerdigung erscheint. Das war für uns alle äußerst kompromittierend. Unser Testament zur Öffnung ganz zu schweigen. Es tut mir leid, aber... Aber? Das war auch der Wunsch Ihres Sohnes. Wie bitte? Ja, er hat mich gebeten, Sie nicht zu informieren. Ach ja? Also ich verstehe nicht, warum Alexander uns nie erzählt hat, dass er ein Kind hat. Das Mädchen ist doch schon mindestens 9 oder 10 Jahre alt.
Kurt, wir sind ein wenig enttäuscht von Ihnen. Unser Vertrauen in Sie als Freund der Familie Helsing ist, wie soll ich sagen, ein wenig... getrübt. Nur der Umstand, dass bereits Ihr Vater ein treuer Mitarbeiter der Reederei war, lässt mich von Konsequenzen Abstand nehmen. Wir bitten Sie aber in Zukunft, uns vor solchen Überraschungen zu verschonen. Ja, sicher. Es ist Ihnen doch wohl klar, dass wir das Testament und die Vaterschaft anfechten müssen. Das ist Ihre Entscheidung. Ich meine, es steht doch wirklich außer Frage, dass Alexander komplett nicht bei Trost gewesen ist, als er das Testament aufgesetzt hat. Diese Frau soll selbstverständlich nicht leer ausgehen und auch für das Kind, sofern es sich wirklich um Alexanders Tochter handelt, soll gesorgt werden. Aber die Firmenanteile, völlig absurd. Das wäre der Untergang der Reederei. Das kann ich nicht und werde ich nicht zulassen. Das verstehen Sie doch. Kurt. Wie schon gesagt, es ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie mich dann jetzt bitte entschuldigen würden. Ich ordne Alexanders Nachlass. Aber das können wir doch machen. Es hilft mir. Das verstehe ich. Mutter, ich... Ja? Entschuldige, dass ich dich jetzt hier stören muss. Und es mag jetzt auch hart klingen, aber das Leben geht weiter und wir müssen Entscheidungen treffen. Die Firma braucht... Jemand muss interimistisch Verantwortung übernehmen, bis diese Angelegenheit bezüglich Alexanders Anteil geklärt ist. Und bis wir einen neuen Vorstand haben. Jan, Kurt Stockmann ist der stellvertretende Geschäftsführer. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Kurt war immer integer, keine Frage. Aber nach dem, was er sich in den letzten 2 Tagen geleistet hat, hege ich da meine Zweifel. Ganz abgesehen davon, dass er kein Helsing ist. Ich bin Vorstandsmitglied. Und ich bin Alexanders Bruder. Das hat dir bisher nicht viel bedeutet. Wir waren vielleicht nicht immer die besten Freunde, aber wir... Ich werde dich nicht enttäuschen, Mutter. Ich denke darüber nach. Kurt, ich möchte in 1 Stunde die Bilanz der letzten 6 Monate sehen. Ja, Aufträge, Umsätze, Kapazitäten etc. Ach so. Ja. Ab heute weht hier neuer Wind. Egal, woher der Wind weht, Jan. Bei mir wird angeklopft, bevor man eintritt. Und ich gebe dir mal einen guten Tipp. Pass auf, dass es dich eines Tages hier nicht wegweht. Wir sehen uns in meinem Büro. Stockmann. Sie haben die Chance, Ihre Fehler wieder gut zu machen, Stockmann. Ich brauche Ihren Rat. Tatsächlich.
Na, dann will ich mich mal bemühen, den arroganten, großkotzigen Piefke nicht so raushängen zu lassen. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne meine Anteile an der Firma verkaufen. Jan hat mir ein Angebot gemacht und ich würde gerne von Ihnen wissen, was ich verlangen kann. Das tut mir leid, da muss ich Sie enttäuschen. Es gibt einen Passus, der besagt, dass Sie die Anteile nicht veräußern dürfen. Hallo? Sind Sie noch dran? Und was heißt das im Klartext? Dass ich diese idiotische Reederei übernehmen muss? Ja, 50%. Wir wollen mal auf dem Teppich bleiben. Die andere Möglichkeit, die Sie haben, ist, das Erbe nicht anzutreten. Aber das ist meiner Meinung nach, gelinde gesagt, verrückt. Verrückt ist die erste Möglichkeit. Verrückt ist es, in diese Reederei einzusteigen. Ich hasse Boote. Schiffe. Ja, verdammt, Schiffe. Ah, Sie gehen mir auf den Nervenstock, Mann. Was glauben Sie, dass ich freiwillig den nächstbesten Flieger nehme und mich dieser Helsing-Motte zum Fraß vorwerfe? Abgesehen davon, dass ich mir den Flug ins Verderben gar nicht leisten kann. Den Flieger kann ich von hier aus buchen. Hören Sie, Felice, Sie haben mal gesagt, ich soll es mit der Wahrheit probieren. Die wird Ihnen allerdings nicht schmecken. Die Helsings fahren starke Geschütze auf. Man verlangt einen Vaterschaftsnachweis. Helene Helsing hegt starke Zweifel daran, ob Alexander wirklich Lillys Vater ist. Mit anderen Worten, man wird versuchen, ihrer Tochter auf diesem Weg das Erbe abzuerkennen. Felice? Sind Sie noch dran? Okay, die wollen Krieg? Den können Sie haben. Der Chemiekonzern Hoffmann-Belcourt wäre unter Umständen bereit, den bestehenden Vertrag mit der Reederei Helsing nicht nur zu verlängern, sondern auch um eine beträchtliche Summe zu erhöhen. Falls du dir vorstellen könntest, diese Sache hier zu übernehmen. Das ist keine leichte Aufgabe. Du weißt, wie es in der Branche läuft. Deshalb komme ich damit zu dir, Jan. Ich denke darüber nach. Fein. Du sollst natürlich auch nicht leer dabei ausgehen, Jan. Du weißt, ich bin... Oh, pardon. Ah, Herr Stockmann. So hoher Besuch. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie uns heute Ihre Aufwartung machen, Herr Doktor. Was führt Sie zu uns? Ich bin rein privat hier. Gut, ich muss dann. Jan, Sie denken drüber nach? Melde mich. Wiedersehen. Hier sind die Unterlagen, die du von mir verlangt hast. Das nächste Mal klopfst du bitte an, bevor du reinkommst. Ich habe nur versucht, mich dem neuen Wind anzupassen. Treib's nicht zu weit, Kurt. Vielleicht ist es dir nicht ganz klar, aber deine Rückendeckung liegt auf dem Grund des Meeres begraben. Jan. Du bist immer so geschmacklos. Bevor ich es vergesse. Bevor die neue Geschäftsleitung bestellt ist, hat Mutter mir die Leitung der Reederei übertragen. Ach, hat sie das? Mhm. Und was ist mit mir? Tja, das ist eine gute Frage. Willkommen in Hamburg. Danke. Hallo. Hallo. Wir müssen da lang. Und guten Flug gehabt? Nächste Frage. Sie hat Drogen genommen. Lilly, das war ein Reisekaugummi. Aber geholfen hat's trotzdem nichts. Ja. So, ist offen. Sie waren ja das letzte Mal so schnell weg. Das gehört Ihnen. Was ist das? Das ist von Alexander. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ah, jetzt fallen Sie nicht wieder so an. Ich weiß wirklich nicht, was da drin ist. Sie wissen doch sonst alles. Mach schon auf, Mama. Entschuldigt mich. In Ordnung?
Vaterschaftsnachweis. Der hat wirklich an alles gedacht. Sogar an die Blutprobe. Man muss sie bloß noch aus der Klinik holen. Was ist? Warum freuen Sie sich nicht? Ist doch alles wunderbar. Kein einziges persönliches Wort. Keine Erklärung, keine Antwort auf nichts. Kommen Sie, ich fahre Sie ins Hotel. Ich hasse dieses Hotel. Okay. Hören Sie, stand da eben Ihr Name am Türschild? Ja, das kommt daher, weil ich hier wohne. Ah ja. Sie hassen Hotelzimmer und ich habe eine Altbauwohnung mit Gästezimmer. Zwar nur ein Bad, aber immerhin eine eigene Toilette. Wow, cool. Ist es Ihre übliche Tour? Nein. Normalerweise gehe ich mit den Damen immer ins Hotel. Hm. Hopp. Mama? Hm? Kann es sein, dass wir jetzt für immer hier in Hamburg bleiben? Vielleicht. Und wohnen wir dann hier? Wie kommst du denn da drauf? Also, ich finde sie nett. Und du? Jetzt wird geschlafen. Gute Nacht. Zunächst mal möchte ich mich noch mal ganz herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Und auch gleich einen, so finde ich, sehr lukrativen Vertragsabschluss mit der Firma Hoffmann-Belcour bekannt geben. Wie Sie wissen, ist der Vertrag dieser Tage ausgelaufen und es ist mir gelungen, ihn um weitere 4 Jahre zu verlängern. Und was mit einer Ertragssteigerung von 20%. Es freut mich, dass du das in dich gesetzte Vertrauen einlöst, mein Junge. Danke, Mutter. Enttäusch mich nicht. Entschuldigung, Sie können hier nicht einfach... Güterumschlag unserer Reederei in der zweiten Hälfte des Jahres. Guten Tag, die Herrschaften. Wenn es Ihnen recht ist, komme ich gleich zur Sache. Ja? Wie ich vernehmen musste, hegen Sie Zweifel an der Vaterschaft Alexander Helsings bezüglich meiner Tochter Lilly. Und ich muss sagen, also abgesehen davon, dass es mich erschüttert, wie wenig Vertrauen Sie einem verstorbenen Sohn und Bruder entgegenbringen, ist es mir trotzdem ein großes Vergnügen, Ihnen jegliche Sorge bezüglich der Vaterschaft nehmen zu können. Nur Mut, nehmen, lesen, begreifen. Ach, und noch etwas. Ich habe mich entschlossen, das Erbe stellvertretend für meine Tochter anzutreten. Bin mir sicher, wir werden ganz wunderbar zusammenarbeiten. Alles klar bei dir, Mäuschen? Ja, und bei dir? Ich glaube schon. Weißt du, ich mache das alles hier für dich? Wirklich? Naja, also wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen für mich. Okay. Aber ich werde in den nächsten Tagen nicht so viel Zeit haben für dich. Ich komme schon klar, Mama. Ja? Gut, dann komme ich auch klar. Okay. Vielleicht haben wir Glück. Und sie streicht in einer Woche freiwillig die Segel. Vielleicht können wir wirken, dass Alexander unzurechnungsfähig gewesen ist, als er das Testament aufgesetzt hat. Du sprichst von deinem Bruder. Ich frage mich heute nur, warum er das getan hat. So, fragst du dich das wirklich? Ja, das frage ich mich wirklich. Hat sie das Kind dabei? Das Kind? Wir wohnen beide bei Kurt. Bei Kurt? Interessant. Wir können sie doch mal einladen. Frauke, dein Bruder hat dieser Person die Hälfte unserer Firmenanteile vermacht, einer uns völlig Unbekannten. Er hat uns damit sehr gedemütigt. Ja, aber das war vielleicht nicht ihre Schuld. Und schon gar nicht die des Kindes.
Immerhin ist die kleine Alexanders Tochter und dein einziges Enkelkind, Mutter. Ich habe kein Enkelkind. Diese Frau gehört nicht zu unserer Familie. Weil du es nicht gewollt hast. Was soll das heißen? Du hast es nicht zugelassen. Das war für Alex damals sehr schwer. Ich habe seinerzeit nur verlangt, was wir unserer Tradition schuldig sind. Und? Was haben wir jetzt davon? Vielleicht solltest du die alten Traditionen mal überdenken, Mutter. Nicht in diesem Ton, Frauke. Doch, Mutter. Genau in diesem Ton. Du hast schon einmal über Alexanders Willen hinweg entschieden. Respektiere wenigstens seinen letzten Wunsch. Das ist mein Büro. Das ist ja zweimal so groß wie meine Buchhandlung. Allein für mich? Oh, Sie sind schon da. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau... Frank. Frau Frank. Ich bin Doris Braun, Ihre Sekretärin. Kaffee? Tee? Ja, bitte. Also beides? Nein, bitte nur Tee. Damit Sie mal einen Überblick bekommen, was wir hier eigentlich den ganzen Tag tun, habe ich mir erlaubt, Frau Braun zu bitten, Ihnen eine Chronik der Reederei, die wichtigsten Verträge und die Bilanzen der letzten Jahre vorzulegen. Und das klingt ja spannend. Ich habe heute leider in Bremerhaven zu tun, versuche Sie aber so gegen 16 Uhr abzuholen. Ja? Wie heißt es? Ich muss mich durch diesen ganzen Wust hier alleine durchquälen? Ja, es tut mir leid, aber ich kann den Termin in Bremerhaven leider nicht verschieben. Also dann. Hallo. Kennst du mich noch? Ja. Ich bin deine Tante. Ich weiß. Ich heiße Frauke. Komischer Name. Finde ich auch. Mein zweiter Name ist Wiegbe, ist noch schlimmer. Mein zweiter Name ist Frank. Ist dein Nachname. Ja, mehr habe ich nicht. Weißt du was? Ich sag einfach Tante zu dir. Einverstanden. Und was möchtest du? Ich wollte dich nur was fragen. Und was? Magst du Pferde? Bruttotonnenregister, Saugut, Flüssigladung. Und hier ist Portos. Hallo? Und der nächste, das ist... D'Artagnan, wie die Musketiere. Hey, du bist ja top informiert. Und? Möchtest du mal auf ihm reiten? Wow, darf ich? Na, aber sicher, deswegen sind wir doch hier. Schau, da ist er. Kann ich etwas für Sie tun, Frau... Frank. Frau Frank. Frau Frank. Ist Herr Stockmann schon wieder zurück? Bedauere, nein. Aber er wollte doch gegen 16 Uhr wieder da sein. Er ist noch nicht im Hause. Kann ich sonst etwas für Sie tun? Nein, danke. Ja. Schön gerade sitzen, Po nach unten. Komm. Super machst du das. Wenn Sie mich nicht mehr benötigen, gehe ich dann. Ja, danke. Ich hoffe, Sie hatten einen erfolgreichen Tag. Er hätte nicht besser sein können. Habe ich schon wieder was falsch gemacht? Lilly, schau Spaghetti. Einmal.
einmal. So, guten Appetit. Guten Appetit. Und Lilly, was hast du heute gemacht? Nichts Besonderes. Ferngeschaut, gelesen. Hm. Was riecht denn da so? Ist das mit der Soße nicht in Ordnung? Ich riech nichts. Das riecht doch nach Pferd, oder? Pferd? Nein, nein, also, das ist gutes Rindfleisch. Also ich riech nichts. Ab ins Bad, Lilly, Hände waschen. Was hast du denn da? Sind das Reithosen? Zeig mal. Zeig. Also eine von uns hat hier einen ziemlichen Erklärungsnotstand und ich bin's nicht. Naja, ich hab ja frei und du hast sowieso keine Zeit. Klare Ansagen, keine Ausreden. Also gut, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich war im Reitstall von Tante Frauke. Weil die ist nämlich ganz nett und die hat auch Zeit und die ist lustig und die hat Pferde. Lilly, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, wir können uns kein Pferd leisten. Und auf Gefälligkeiten der Familie Helsing können wir gut verzichten. Ich will aber reiten. Darüber reden wir noch. Das Essen wird kalt. Komm. Also, was den heutigen Tag betrifft, ja, ich glaube, die Theorie ist nicht so meine Sache. Ich bin mehr eine Frau der Praxis. So langweilig? Ja, also was ich heute über Saugut und Bruttotonnen erfahren habe, hat mir einen total neuen Horizont eröffnet. Ist wirklich total spannend, aber... Verstehe. Ne? Vielleicht bitten Sie morgen mal einfach Ihre Sekretärin, dass sie Ihnen mal den Hafen zeigt. Das ist vielleicht ein besserer Anfang. Meine Sekretärin? Das ist eine Schreckschraube. Also entweder Sie feuern die Schreckschraube oder Sie zeigen ihr, wer der Boss ist. Gut. Ich komme morgen mal in dem Büro vorbei, wenn ich Zeit habe. Gute Nacht. Ruhe? Ja? Danke. Danke fürs Abholen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn die Kleine gegen 6 wieder da ist. Ja. Ja, natürlich, kein Problem. Felice. Frauke. Schrecklicher Name, ich weiß. Ja! Na, worauf wartest du noch? Du setzt deinen Helm auf. Hast du gehört? Danke, Mama. Schön, dass du sie zum Reiten mitnimmst. Es ist ihr größtes Glück. Also enttäusch sie nicht. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Frau... Frank. Den Namen sollten Sie sich merken, Frau Braun, wenn Sie Ihren Job behalten wollen. Ich möchte gerne, dass mir ein kompetenter Mitarbeiter die Reederei und den Hafen zeigt. Und zwar jetzt. Aber bitte keine Sightseeing-Tour. Wenn ich zurückkomme, möchte ich grünen Tee, zum Mittag einen Rohkostsalat ohne Zwiebeln und gegen 3 einen Kaffee ohne Zucker mit einem Schuss Milch. Danke. Und Frau Braun, ziehen Sie sich was Bequemeres an, ja?
Ja? Melde mich gleich wieder, Frau Braun. Habe ich richtig gehört? Du hast angeklopft? Naja, ich dachte, ich gehe mal mit gutem Beispiel voran. Gut. Was gibt's? Mir ist da was nicht ganz klar. Du hast die gesamte Besatzung der Cadiz ausgetauscht? Und? Naja, ich meine, es gibt nicht wirklich einen Grund. Die Leute arbeiten korrekt. Sörensen ist ziemlich sauer. Sörensen war vielleicht mal ein guter Kapitän, aber der ist jetzt einfach zu alt. Ich habe dir gesagt, ich werde dir frischen Wind reinbringen. Jan, der Mann ist 52. Die Abfindung wird uns eine Stange Geld kosten. Das lass meine Sache sein. Und was den Vertrag mit Hoffmann-Belcour betrifft? Das reicht. Das reicht. Ich meine, vielleicht verträgst du nicht, dass deine Kompetenzen geschnitten wurden. Das täte mir leid. Aber damit wirst du leben müssen. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe gehört, dass die Ex von meinem Bruder bei dir wohnt. Ich kann dir sagen, Mutter ist nicht gerade glücklich darüber. Ich hoffe, du weißt, auf welcher Seite du stehst. Es täte mir leid, einen so fähigen Mitarbeiter wie dich zu verlieren. Hallo. Herr Ottensen? Hat Sie jemand eingeladen? Nein. Ja, dann wissen Sie ja, wo es rausgeht. Mein Name ist Felice Frank. Gratuliere. Die Tür ist da vorn. Ich wollte Sie bitten, mir den Hafen zu zeigen. Gute Nacht. Bitte, es wäre wirklich wichtig. Sie sind aber hartnäckig. Warum wollen Sie unbedingt den Hafen sehen? Weil ich Buchhändlerin bin und eine Reederei geerbt habe. Nee, Sie sind das. Ja, ich bin das. Naja, wenn Sie schon mal da sind, würde ich vorschlagen, Sie machen uns beide eine schöne Tasse Kaffee, ich ziehe mir was an und dann sehen wir weiter. Also der Kaffee ist schon fertig. Aber das mit dem Anziehen ist eine gute Idee. Jojo. Früher, da haben hier 20.000 Leute gearbeitet, jetzt gerade mal 1.000. Da sind die Schiffe oft eine ganze Woche im Hafen gelegen. Heute maximal 18 Stunden. Sehen Sie mal, da drüben an der Pier, wo die beiden Frachter beladen werden. Da ist kein Mensch mehr. Da ist ein Schild, betreten verboten. Tja, das ist alles automatisch, computergesteuert. Ist Ihnen schlecht? Mir? Nein. Ihnen? Tja, wenn ich so Ihr bleiches Gesicht sehe. Früher, da waren die Helsings ganz auf Kaffee spezialisiert. Heute machen sie ihren Umsatz hauptsächlich mit der Verschiffung von Chemiegütern. Die pharmazeutische Industrie, Hoffmann-Belcour zum Beispiel, einer der wichtigsten Kunden der Helsings. Damit das aber alles reibungslos abläuft, braucht man eine unglaubliche Logistik. Oh, ja, mein Kind, nun hör mal zu. Nun trink mal einen kleinen Schluck, dann geht's ihm gleich wieder besser, ne? Ja. Warum tun Sie sich das alles an? Für meine Tochter. Ja, da kann man nicht meckern. Na, dann werden Sie das auch hinkriegen. Gegen Übelkeit, da gibt's Tabletten. Aber gegen die Helsings, da gibt's keine Medizin. Ja, dann müssen Sie schon ganz alleine durch. Kommen Sie. Wohin jetzt? Da drüben, in die Kneipe. Einverstanden? Ja. Einverstanden.
Na, Frau Braun, alles im Lot auf dem Hof? Felice. Schon eingelebt? Na sicher, bei der Gastfreundschaft. Ich hätte Arbeit für Sie. Wir brauchen jemanden, der unsere Logistik auf Vordermann bringt. Verstehen Sie das? Ja? Unser Ladesystem am Hafen, so das ganze Zeug. Wobei, wenn Ihnen das Nummer zu groß ist, müssen Sie es sagen. Eigentlich kann ich Sie ja nicht ausstehen, Jan. Aber wissen Sie, was ich wirklich an Ihnen mag? Bin ich ja gespannt. Dass Sie so leicht zu durchschauen sind. Sehen Sie, ich bemühe mich. Schließlich will ich Ihr schlichtes Gemüt nicht überfordern. Also was ist jetzt? Was steht an? Wie schon gesagt, unsere gesamte Ladelogistik müsste neu strukturiert werden und das so schnell wie möglich. Geht's auch genauer? Ja, das geht auch genauer. Steht alles hier drin. Okay. Okay. Ja, okay. Gut. Sehr gut. Ich denke, es wird Zeit, dass wir uns duzen, oder? Komm im Club, Felix. Sie schläft. Hunger? Mhm. Und wie war Ihr Tag? Ja, sehr interessant. Jan hat versucht, mich reinzulegen. Er will, dass ich das Ladesystem neu strukturiere. Mhm. Das hört sich aber gar nicht so gut an. Würden Sie mir morgen dabei helfen? Kann ich, aber ich habe das selber noch nie gemacht. Wenn ich das Match gewinne, dann habe ich ihn in der Tasche. Und wenn nicht? Ja, dann verkaufe ich wieder Bücher. Heute hat mir der Nachtwächter den Hafen gezeigt. Ottensen. Kennen Sie ihn? Ja, natürlich. Der Mann ist ein Denkmal. Mozzarella mit Tomaten? Perfekt. Und wie war Ihr Tag? Wein? Aye, aye, Captain. Jan hat völlig unverständlich die gesamte Besatzung der Cadiz ausgetauscht. Ich treffe mich morgen mit dem Kapitän, mit Sörensen. Denn dieser Vertrag, Hoffmann-Belcour, also alles wirkt irgendwie so, als würden die freiwillig mehr bezahlen. Hm. Prost. Ich heiße Kurt. Felice? Ja, ich weiß. Hier oder im Wohnzimmer? Was? Nee, die Büffel. Käse, Mozzarella-Büffelkäse. Mm. Ja, im Wohnzimmer. Gute Idee. Mhm. Oder. Vergiss die Mozzarella. Thank you.
Hast du dieses Mädchen noch einmal wiedergesehen? Sprichst du von deinem Enkelkind? Wieso? Man könnte fast glauben, dass sie die Augen von Alexander hat. Hast du das bemerkt? Willst du die Kleine und ihre Mutter vielleicht mal einladen? Du weißt, dass das nicht möglich ist. Morgen, Mama. Morgen. 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 Telefon. Willst du nicht abheben? Hallo? Marco, hallo. Nein, du. Ich habe gestern nicht mehr angerufen, weil ich habe gestern noch so lange gearbeitet und. Naja, Bilanzen und so. Okay, tut mir leid, der liegt gleich, weil er mir zum nächsten Mal nicht eine Chance bekommt. Ich bin vor Ort, ja? So, Sekunde. Komm, wir kontrollieren das. Was haben wir denn hier? Und ich kümmere mich darum, es ist ja in Ordnung. Pass auf, der Hauptterminal hat gerade gesagt, wir kriegen noch 2 Rohrbots. Es kommen noch 2 Rohrbots, die gehen nach Rotterdam. Es tut uns furchtbar leid, wir hatten ein Problem mit der Software. Herr Piepenbrink, wir übernehmen selbstverständlich alle Kosten. Ja, natürlich. Wiederhören! Ruhe! Federer Helsing, guten Tag. Einen Moment bitte, bleiben Sie dran. Sie möchten bitte sofort zu Herrn Helsing ins Büro kommen. Was ist denn hier los? Hallo, sind Sie noch da? Moment. Guten Morgen. Gut geschlafen? Was ist denn passiert? Was passiert ist? Gute Frage. Du hast mit deiner tollen Ladelogistik ein kleines Desaster veranstaltet. Mit deiner Hilfe haben wir leider heute Morgen über 50.000 Euro verloren. Hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was die Hafengebühr für einen Frachter kostet, für den keine Ladung bereitsteht? Meine Ladelogistik? Aber die Pläne waren doch überhaupt nicht fertig. Das heißt nicht fertig? Eingegeben gestern Abend, gültig ab heute früh. Ich habe doch gesagt, es ist dringend. Oder nicht? Ja, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass die schon ab heute Morgen gelten sollen. Gut. Das heißt, es ist mein Fehler, ja? Und ich will dir was sagen, es war sogar ein verdammter Fehler, dir ohne irgendwelche Kompetenzen zuzubilligen. Und ich würde sagen, uns allen ist hier einiges klar geworden. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und jetzt entschuldigen wir uns bitte, wir haben da wirklich alle Hände voll zu tun.
Das gibt's ja nicht. Was ist denn, Mama? Lilly, pack deine Sachen. Wir fahren wieder nach Hause. Ich habe die Nase voll von diesem depperten Hamburg. Ich will aber nicht. Aber ich! Tag. Es tut mir leid, aber Frau Frank ist bereits gegangen. Ja, wie das? Darüber sollten Sie vielleicht besser mit Herrn Helsing reden. Er wollte übrigens ohnehin mit Ihnen sprechen, aber Sie waren ja nicht im Haus. Wie ist das jetzt, ein Verbrechen oder was? Felice? Verdammt. Wiedersehen. Wiedersehen. Das darf aber nicht wahr sein. Ich will nicht mehr, mir reicht's. Ja, gib doch endlich zu, dass du mit dem Typen was angefangen hast. Was hat denn das damit zu tun, bitte? Das ist überhaupt nicht... Doch, das ist das Thema. Das ist vielleicht nicht deins, aber meins. Also gut, wenn du es unbedingt wissen... Aber vergiss es, interessiert mich doch überhaupt nicht. Fein, dann ist ja eh alles klar. Ja, es ist alles klar. Ist Felice. Wer ist es denn? Lilly? Lilly? Müsstest du nicht im Haus gegenüber mit einem Fernrohr stehen, Kurt? Oder holst du nur die Wanzen ab? Ich kann es dir erklären, Felice. Ja? Nein, lass mich raten. Du hattest deine Gründe. Ich habe es für Alexander getan. Ach, hör doch auf! Du hast mich heimlich beobachtet. Ich meine, was hast du dir dabei gedacht? Immer wieder nach Wien zu kommen und mir nachzuspionieren. Und jetzt hast du doch noch die Chuzpe und tauchst hier auf. Lilly? Ah ja, hab schon verstanden. Ich gehe rüber zu Claudia. Mhm. Hör zu, Felice. Hat es dir wenigstens Spaß gemacht? Oder besser, hat es euch Spaß gemacht, weil du hast es ja für Alexander getan. So ist das nicht und das weißt du auch. Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Alexander hat alles über uns gewusst und hat sich trotzdem nie gemeldet. Ich meine, das ist doch krank. Den Kredit für die Buchhandlung habe ich ihm zu verdanken. Und ich habe mich immer gewundert, warum die von mir keine Sicherheiten wollten. Und langsam frage ich mich, was du sonst noch alles von mir weißt. Weißt du, was du bist? Ein Lügner. Ein ganz mieser Lügner. Und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, wirklich. Ich verschwinde. Alexander hat mich damals gebeten, ein Auge auf euch zu werfen, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Weil er zu feig war. Ja, weil er zu feige war, sich bei dir zu melden. Ich habe ihm den Gefallen getan. Ich war sein einziger Freund. Ich habe nur ab und zu geschaut, dass es euch gut geht, mehr nicht. Ich habe nicht euer Leben ausspioniert. Ja, was meinst du, ich fand sein Verhalten korrekt? Ganz und gar nicht. Und dann hat er diesen Autounfall. Wir zwei lernen uns kennen. Und ich liebe dich.
So, jetzt kannst du mich rausschmeißen. Hallo? Ottensen. Woher hast du meine Nummer? Gestern Nacht, bei meinem Rundgang im Hafen. Da habe ich was gesehen, was dich interessieren sollte. Oh, bei Leide. Komm runter hier. Komm runter. Uwe, was ist denn los? Warum ist hier Festtagsbeleuchtung an? Seht ihr schlecht? Ihr wollt doch eine Halle beladen, oder nicht? Ha? Ja? Gut. Komm, mach zu. Ja, was soll ich jetzt tun? Nimm deine hübschen Beine in die Hand und komm zurück. Ja, du bist ja schließlich der Ketten. Das muss dir wohl jemand klar machen, verdamm ich noch mal. Wo legt man bei dieser Tablette auf? Du musst du den roten Knopf drücken. Schickram. Was ist los mit dir, Ottesen? Bist du verliebt oder was? Ach, welch kein Snack. Jan hat gestern Nacht die Cadiz mit irgendwelchen Fässern beladen lassen, die nicht auf das Schiff gehören. Das kommt ihm irgendwie spanisch vor, meint Ottensen. Also mir nicht, das passt doch alles genau zusammen. Die ausgetauschte Mannschaft, der Vertrag mit Hoffmann-Belcourt. Einen Tag vorher lässt er dich ins offene Messer laufen, du reagierst wie gewünscht. Ich verschwinde. Und dann hat er auch noch das letzte Hindernis beseitigt. Mich. Dich? Na, er hat mich entlassen. Was? Wieso hast du da nichts gesagt? Also vor einer halben Stunde hättest du dich noch darüber gefreut. Stimmt. Aber was hat er vor? Das kann man ja rauskriegen, aber dafür brauche ich deine Hilfe, weil ich komme da nicht mehr rein. Herrgott, ich bin Buchhändlerin. Entspannen Sie sich, Frau Braun, ich bin wieder da. Ladeliste trocken. Felice, ich habe ja gerade erst erfahren, dass du wieder da bist. Jan! Hast du es dir anders überlegt? Hast du dir eigentlich nie überlegt, ein Toupet zuzulegen? Schneller ging's nicht. Auf der Ladeliste sind keine Unstimmigkeiten zu erkennen. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das Schiff aus der Nähe zu betrachten. Und das möglichst bald. Das ist der Vorteil, wenn man Einbrecher und Nachtwächter in einer Person ist. Man erlebt keine bösen Überraschungen. Was? Die sieht genauso aus wie die Liste, die ich mitgebracht habe. Zeig mal her. Sag mal, diese Container da. Tatsächlich. Die Ladelisten sind nicht identisch. Hier in der Seekarte sind deutlich ein paar Markierungen verzeichnet. Na, dann ist ja alles klar.
Ja, wie? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich würde sagen, die Container sind voller Fässer. Und die sind voll mit irgendeinem gefährlichen Chemiemüll. Und hier sollen sie verschwinden. Sehen wir uns die Container mal an. Also wenn all diese Container hier voller Giftfässer sind, und ich bin sicher, dass es so ist, dann ist das der Untergang der Reederei Helsing. Jan? Schön. Dann lass dir noch mal einen Termin von meiner Sekretärin geben. Wenn du weiterhin so dumme Sprüche klopfst, wirst du bald keine Sekretärin mehr haben. Guck mal, was du nicht sagst. Was willst du? Ich weiß, was auf der Cadiz vor sich geht. Und ich weiß, was du vorhast. Wenn du die Sache nicht auf der Stelle ablehst, dann werde ich den Familienbeirat einberufen. Oder ich rufe die Polizei, das kannst du dir aussuchen. Das ist ja rührend. Kann sein, dass du in deiner Kinderbuchhandlung ein bisschen viel Hanni-Nanni gelesen hast. Aber ich verrate dir was. In 2 Stunden ist die Cadiz auf dem Weg ins offene Meer. Dann sind deine Beweise. Gone with the wind. Aber bitte, versuch dein Glück. Nach deiner letzten Aktion schenkt dir der Beirat ganz sicher sein vollstes Vertrauen. Mach auf, Mädchen. Du bist eine kleine Buchhändlerin, die das Glück hatte, einmal reich gefickt zu werden. Und du hast gerade den größten Fehler deines Lebens begangen. Frau Braun, seien Sie doch bitte so freundlich und legen Sie mir Ihre Entlassungspapiere auf den Schreibtisch, ja? Ich unterschreibe sie dann so bald als möglich, versprochen. Fahr mich zu Helene Helsing. Das Schiff legt in 2 Stunden ab. Hören Sie gut zu, ich möchte, dass Sie sofort den Ladevorgang abbrechen und auslaufen. Haben Sie verstanden? Das ist mir vollkommen egal, dann trommeln Sie es halt zusammen. Ich möchte, dass Ihr Schiff in 1 Stunde ausgelaufen ist. Ist das klar? Was tun Sie hier? Ich muss mit Ihnen reden. Dringend. Ich wüsste nicht, worüber. Ich muss Sie bitten, mein Haus zu verlassen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir endlich ein für alle Mal ein paar Dinge klären. Ich wüsste nicht, was. Hören Sie, erstens, ich habe mich nicht in Ihre Familie gedrängt. Zweitens, ob es Ihnen passt oder nicht, Sie haben ein Enkelkind. Und drittens, Ihr Sohn Jan ist gerade dabei, die Reederei zu versenken. Also entweder Sie hören mir jetzt zu, oder ich übergebe die ganze Angelegenheit der Polizei. Jan hat nur deswegen einen so lukrativen Vertrag mit Hoffmann Becour abschließen können, weil er sich bereit erklärt hat, Giftmüll zu versenken. Auf dieser Liste da sind von Jan handschriftlich notierte Breitengrade und Namen gesunkener Schiffe. Diese Angaben sind identisch mit den Markierungen auf den Seekarten, die wir auf der Cadiz gefunden haben. Genau dort sollen die Fässer versenkt werden. Außerdem wurde völlig unbegründet die gesamte Mannschaft der Cadiz ausgetauscht. Frau Helsing, Sie müssen das Auslaufen des Schiffes verhindern. Bitte verlassen Sie mein Haus. Frau Helsing! Bitte. Und? Nichts zu machen. Entweder sie glaubt mir kein Wort oder ich bin einfach Luft für sie. In gut 1 Stunde läuft das Schiff aus. Verdammt nochmal, mir gehört die Hälfte dieser bescheuerten Reederei. Habe ich jetzt was zu sagen oder nicht?
Wir fahren jetzt in den Hafen und stoppen diesen blöden Frachter. Okay. Es reicht, Kurt. Auf! Ich hab's versucht, ich hab's wirklich versucht, aber ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Nein, wir nehmen die Baltic Press, das reicht. Wir sind gerade 12 Mal. Hoffmann ist am Telefon. Der ist völlig außer sich. Dann stellen Sie rüber. Jan Helsing? Wie bitte? Das kann gar nicht sein. Die Kadis ist vor 20 Minuten ausgelaufen. Es ist alles wie... Danke. Und verzeihen Sie mir, dass ich einen so großen Irrtum begangen habe. Ein Irrtum? In unserer Familie wurden Tradition und Zusammenhalt immer als die höchsten Werte gehandelt. Nach dem Tode meines Mannes habe ich mich zu sehr daran geklammert. Wir haben uns Ihnen gegenüber geradezu schändlich benommen, Felice. Geben Sie mir die Möglichkeit, das Geschehene wieder gut zu machen? Mein Sohn hat immer versucht, aus dem strengen Familiengefüge auszubrechen, deshalb auch sein Aufenthalt in Wien. Als dann sein Vater starb, war es seine Pflicht, die Führung der Reederei zu übernehmen. Aber das hätte er mir doch sagen können. Als er mit Ihnen in Wien zusammen war, war er bereits ein Jahr mit Edith verheiratet. Ich habe damals meine ganze Macht eingesetzt, damit diese Ehe bestehen bleibt. Jetzt weiß ich, dass es ein unverzeihlicher Fehler war. Heute ist in der Reederei eine Position frei geworden. Hätten Sie Interesse? Kurt? Sie wissen ja, wo Ihr Büro ist. Allerdings mit mir ausmachen. Oh, ich bin sehr teuer.
große Freiheit. Nummer 7, überall in jeder Stadt wird die Freiheit groß geschrieben. Meistens, wenn man sie nicht hat. Jeder lebt für sich sein kleines Leben, wird gehasst und wird geliebt, sehnt sich nach ein bisschen großer Freiheit, einer kleinen, großen Freiheit, die es doch in Wirklichkeit nicht gibt. Große Freiheit!